heute Express-Nachrichten. Willkommen. Bahnkunden können sich freuen. Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft EVG haben sich im Tarifkonflikt geeinigt. Die Löhne der Beschäftigten steigen um insgesamt 6,1%. Außerdem gibt es einmalig 1.000 Euro. Laufzeit des Vertrages knapp 2,5 Jahre. Mit einem Warnstreik hatte die EVG am Montag große Teile des Zugverkehrs lahmgelegt. Weiter ungelöst ist der Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL. Nach den Krawallen der vergangenen Wochen demonstrieren in Frankreich heute wieder die sogenannten Gelbwesten. Seit dem Morgen sammeln sich die Demonstranten in Paris. Bislang blieb es aber ruhig. Um den Konflikt zu entschärfen, hatte Präsident Macron Anfang der Woche Maßnahmen im Sozialbereich zugesagt. Doch das reicht vielen nicht aus. US-Präsident Trump hat Mick Mulvaney zum kommissarischen Stabschef im Weißen Haus ernannt. Das gab er über Twitter bekannt. Mulvaney, bislang Direktor des Amtes für Verwaltung und Haushaltswesen, folgt auf John Kelly und gilt als äußerst konservativ. In Ungarn sind den dritten Abend in Folge hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen ein umstrittenes Arbeitsgesetz, mit dem die zulässigen Überstunden von 250 auf 400 pro Jahr erhöht werden sollen. Am Rande der Demonstrationen gab es Ausschreitungen. In Genua wird heute damit begonnen, die eingestürzte Brücke abzureißen. Bei dem Unglück Mitte August stürzten zahlreiche Autos in die Tiefe, 43 Menschen starben. Der Bereich unterhalb der Morandi-Brücke ist noch immer gesperrt. Rund 300 Familien dürfen nicht in ihre Häuser zurück. Jetzt sind Sie wieder auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Update.